Schlich. Ja. Österreicher 19 und 18,5. Berner Rathmeier, da bin ich jetzt gespannt. Das müssten doch Bedingungen sein für ihn, dass er vielleicht einmal aufzeigt, was er wirklich kann, der Flieger. Aber er bremst ein bisschen viel in der Luft. Oh! Aber mir schien es, als hätte er sich sehr geschickt verhalten bei dem Sturz. Da ist nichts passiert. Sich sofort zum lang Glück gemacht. Ist nichts passiert. Ja. Er hat sich verschnitten. Der eine Ski ist plötzlich über den anderen drüber gefahren. Bei einem an sich sehr tollen Telemark. Kann ein leichter Schlag, obwohl die Schanze perfekt präpariert ist, aber das kann vom Aufsprung eines Konkurrenten herrühren, dass da gerade eine leichte Schnittstelle drinnen ist im Schnee, die dann einen Schlag gibt. 115,5 Meter weit war er. Ja. Bis vor 3 Minuten war das, oder bis vor 4 Minuten noch ein sehr weiter Sprung. Ja, richtig. Extreme Schere, extremes V. Überschneidet hinten, ne? Ja. Einen sehr langen Skisprinter auch. Schauen wir uns das an. Der Werner ist ja ein exzellenter Aufspringer. Die Bindung ist aufgegangen. Sehen Sie die rechte Klappe von der. Und fliegt schon heraus aus dem Ski. Zum Glück, muss man sagen. Hat es ganz, ganz fantastisch gemacht. Hebt die Beine hoch, ist sehr wichtig, dass der Ski nicht einstecken kann. Ein Tipp für jeden Hobby-Skifahrer, wenn man stürzt, die Beine ein bisschen anzuheben. Ja, ja, da orientiert man sich einmal nach so einem Sturz. Alles gut gegangen. Wettkampf ist zwar leider vorbei, aber es kann viel schlimmer sein.